Was geht ab, Leute? UX-Paladin wieder am Start für euch. Herzlich willkommen zu einem Video und ja, heute auf jeden Fall mal wieder auf dem UX-Channel. Und ja, freue mich wieder hier sein zu dürfen. Und ja, heute geht es auf jeden Fall um die FPL. Was ist die FPL? So viele von euch kennen es wahrscheinlich schon auf, also von Twitch und so, weil unsere Ladies streamen ja immer. Und warum Let's Ladies? Klar, es geht um die Female Pro League. Und mal ganz kurz, so was ist die Female Pro League? Damit die Leute, die vielleicht nicht wissen, worüber ich jetzt rede, da ein bisschen im Thema sind. Und zwar ist die Female Pro League eigentlich fast das gleiche wie die CWL. Also die CWL kennt ja auch von euch jeder, also die Call of Duty League. Und das einfach nur für die Mädels. Natürlich gibt es da nicht so viel Preisgeld zu gewinnen. Aber es gibt ja auch schon eigentlich ordentlich Preisgeld zu gewinnen, dafür, dass es selber nicht von Call of Duty selber ist. Oder, ja, nicht von Call of Duty selber ist. Ja gut, habe ich gesagt. Auf jeden Fall gibt es da jetzt bald die Season 3. Wo mein Englisch ist übrigens so schlecht, also Season 3, so, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall mal in einem Kommentar schreiben, Hashtag Fabio kann kein Englisch oder so. Ihr wisst Bescheid, was war's denn das? FPL Season 3. Da gibt es natürlich die ein oder anderen Preisgelder zu gewinnen. Und zwar kann der dritte Platz 600 US-Dollar gewinnen in Europa. Der zweite 1200 und der dritte 2200 US-Dollar. Also schon auf jeden Fall ordentlich. Ich meine, es wird ja natürlich nochmal durch 4 geteilt. Und, aber ich denke mal, es ist eigentlich trotzdem schon noch in Ordnung. Also finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass es eine Organisation gibt, die auch, ja, die FPL, beziehungsweise die Female Pro-Spieler oder die Female Spieler, weil vorher gab es eigentlich nicht so die Pro-Spieler, weil es einfach keine Turniere oder so gab. Auf jeden Fall. Das ist, dass man die ja, Mädels im E-Sport, gerade im COD-E-Sport auch fördert, dass vielleicht mehr Mädels darauf aufmerksam werden. Und finde ich auf jeden Fall echt cool. The next stage for the FPL is only being called FPL 3 oder 3 for now until we announce the new name, brand or system going forward. The new system will be paid to enter and will be not be a league but similar. Going forward we will not satisfy our mission in supporting the female community, bla bla bla. Also, wie ich gerade hier vorgelesen habe, quasi auf Englisch, also für die Leute, die kein Englisch können oder nicht so gut, ja. Schaut auf jeden Fall mehr englische Streams, Spaß zur Seite. Naja, also in der FPL Season 3, oh, mein Englisch ist so schlecht, auf jeden Fall, da müsst ihr, ja, ist so ein Ding, und zwar geht es einfach darum, dass, ja, man, es gibt da keine League an sich mehr, sondern nur noch ein Pay-to-Win, also so UMG-mäßig, man kann sich einkaufen und dann hat man natürlich ein größeres Preisgeld, ist dann natürlich interessant für die ganzen Spieler. Und das war es auch eigentlich schon, also es geht einfach dann später um mehr Geld und es kann halt jeder mitspielen, konnte aber theoretisch vorher auch, aber spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall. UX ist natürlich am Start, Leute, checkt die Mädels auf jeden Fall ab. Es kam ja auch letzte Tage noch ein, ja, ein Listening von den Mädels. Aber das war schon wieder von mir, Gameplay ist schon wieder vorbei, aber ich war schon da so im Redefluss, Leute, deswegen. Lasst auf jeden Fall Bewertung da, Leute, ziehen auf jeden Fall ganz viel Effekt und wir sehen uns, ciao. Bei einige Zettel, einige Zettel, hol die. Meister Roboter. Die ist ganz hinten am Zorn. Zwei sind da, Pokal. 150 Punkte verdingt, selber aus. Spiel ist safe. Siehst du, einer ist ein... Ich hab's. Eine noch ein, zwei.